Jahrelang wurde sie von Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates als Sklavin gehalten, die Jesidin Baseh Hammo. Sie wurde vergewaltigt, misshandelt und 17 Mal weiterverkauft an IS-Anhänger. Schließlich gelang es ihr im Januar aus Baghouz, der letzten größeren IS-Bastion in Syrien, zu fliehen. Ein Kämpfer der Terrormiliz ließ sie gehen. Die Stadt Baghouz wird von den kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräften, kurz SDF, mit Unterstützung der USA belagert. Baseh Hammo kam auf einem Lastwagen aus Baghouz heraus, wurde von kurdischen Kämpfern aufgegriffen und konnte wenige Tage später im Irak ihre beiden Töchter wieder in die Arme schließen. Doch so glücklich wie bei Baseh Hammo endeten die wenigsten Leidensgeschichten vieler Jesiden. Tausende Frauen und Kinder versklavten die IS-Terroristen, als sie 2014 über die jesidische Region Sinjar im Nordirak herfielen. An die 200.000 Mitglieder der ethnisch-religiösen Minderheit, die von den Islamisten als Ungläubige verfolgt wurden, flohen vor den selbsternannten Gotteskriegern. Viele starben, andere wurden verschleppt. Immer noch gelten rund 3.000 als vermisst.